Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Heute habe ich wieder mal kein Kochbuch dabei, denn das ist was, das ich immer so ein bisschen frei schnauze, mit ein bisschen Anlehnung an Schuhbeck oder an Hausmannskost mache. Und zwar mache ich heute was, wie nennen wir denn das jetzt? Denn im Wirtshaus heißt es einmal Schwabentopf, Ratsherrntopf, Pfandl oder sonst irgendwas. Bei uns zum Beispiel heißt es Postpfandl, weil unser Wirtshaus da bei uns daheim Gasthof zur Post heißt. Deswegen ist es ein Postpfandl und in das Postpfandl, da gehören Spätzle rein, ein Schweinefilet, eine Schwammerlsauce und ein bisschen überbacken. Und das mache ich heute ein bisschen in einer größeren Form, also in der Reihe. Es ist ja eigentlich jetzt dann Spätzle, Schwammerlsauce, Filet rein. Den wir kriegen heute Besuch und ich hoffe, dass das denen schmeckt. Also uns schmeckt das immer, es ist ganz einfach. Und wer nicht Zeit hat sogar zum Spätzle machen, der kann auch jederzeit auf gekaufte Spätzle zurückgreifen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Loslegen wir als erstes mit den Spätzle. Hierzu nehme ich 400 Gramm Spätzlemehl. Das ist ein doppelgriffiges Mehl. Das ist ganz, ganz fein. 8 Eier, 1 Teelöffel Salz, 1 Esslöffel Öl. Wer jetzt nicht so viele Eier daheim hat, kann die Eier auch jeweils durch 25 Milliliter Wasser ersetzen. Also 4 Eier, wenn es weglässt, dann dort 100 bis 125 Milliliter Wasser dazu, dann braucht es eben bloß nur 4 Eier. Und wer es ganz einfach mag, kauft sie die Spätzle im Kühlfach drinnen. Aber wir wollen sie heute ganz, ganz gut machen. Für den Teig geben wir alle Zutaten in die Rührschüssel. Das Mehl, die Eier, das Salz, beim Salz nicht so sparsam sein eben, und das Öl. Und das verkneten wir jetzt, also mit dem Knethaken, so 5 Minuten. Der Spätzleteig ist jetzt fertig. Der soll jetzt ein paar Minuten ruhen. Dabei koche ich jetzt mein Salzwasser. Das Wasser kocht jetzt schon. Jetzt gebe ich unseren Teig in meine Spätzlepresse. Ich habe eben jetzt da eine Presse. Ihr könnt auch einen Hobel nehmen. Oder was man auch immer dazu hernehmen kann. Bei der Presse ist es wieder so, dass das oft ein bisschen so lange Würstel werden. Deswegen muss ich es aber ein bisschen schütteln, damit die ein wenig, so mache ich das, damit die ein bisschen kleiner werden. Ich mag jetzt da nicht so Riesendinger dazu haben. Sobald die Spätzle die Oberfläche erreicht haben, sind die schon fertig. Dann können wir es wieder so eine Schöpfkelle außer da auf ein Sieb und abtropfen lassen. Und dann können wir die nächsten wieder rein. So, der erste Teil unseres Schwabentopfes oder wie man es auch nennen will, ist jetzt fertig. Die Spätzle. Wer jetzt die Spätzle noch nicht gleich verarbeiten will, sondern sagt, oh, das ist mir zu viel Aufwand, alles miteinander. Ich mache heute die Spätzle und morgen mache ich da diesen Auflauf. Der kann es auch am Tag zuvor machen. Sollte aber dann ein bisschen Öl drunter tun, vorsichtig drunter mengen, damit die nicht zusammenwickeln. So kann man es jederzeit auch aufheben. Ihr könnt auch die Spätzle zu alles andere auch hernehmen. Zum Beispiel zu Käsespätzle oder sonst irgendwas. Aber eben wie gesagt, der erste Teil ist jetzt fertig. Dann geht's gleich weiter. Die Spätzle sind jetzt fertig und kommen jetzt in eine gebutterte Form. Ob die Form allerdings wirklich gebuttert werden muss, weiß ich nicht, weil es kommt ja auch noch Soße dazu. Also eigentlich müsste das rausgehen dann aus der Form. Also die gebe ich jetzt da rein.
verteile das ein bisschen und komme schon dem Fleisch widmen. Als Fleisch habe ich eben da jetzt ein Schweinefilet. Dazu brauche ich bloß Salz und Pfeffer und ein wenig Öl zum Braten. Wie viel Schweinefilet ihr braucht, das ist euch überlassen, wie gute Esser, dass ihr seid. Wichtig ist, dass ihr vom Schweinefilet dieses Hautzeug da weggeschneidet, weil das ist wirklich nicht angenehm und das könnte auch zäh werden. Also alle Sehnen und die Haut runterschneiden. Ich habe jetzt das enthäutet und dann schneide ich das in Scheiben. So ein wenig dicker, denn so 3-4 cm wäre nicht unangenehm, denn je dicker, umso saftiger bleibt das Fleisch innen drin. Und das Fleisch, das brate ich jetzt in der Pfanne schön braun rundum an. Das Fleisch ist jetzt schön angebraten. Da kommt jetzt ein bisschen Salz drüber und ein wenig Pfeffer. Dann wird es über die Spätzle gelegt. Und den Bratensatz nicht wegschmeißen, den lassen wir in der Pfanne. Den brauchen wir dann für die Soße. So schaut es jetzt aus. Und jetzt mache ich die Soße. Für die Soße brauche ich, und jetzt happert schon ganz am Anfang, 2 Esslöffel getrocknete Champignons. Die habe ich jetzt aber leider nicht gekriegt. Ich habe jetzt so ein Tessiner Pilzgewürz gefunden. Das kann man auch hernehmen als wie getrocknete Champignons. Die sind da auch mit drinnen. Und die probiere ich halt heute jetzt einfach aus. Wer gar nichts kriegt, also keine getrockneten Champignons, der nimmt einfach die Gemüsebrühe zum Aufgießen her. Das geht auch. Also die Gemüsebrühe, 300 ml Gemüsebrühe, 50 ml trockener Weißwein, 200 ml Sahne, ein Teelöffel oder ein bisschen mehr vielleicht, das müsst ihr ein bisschen variieren, Speisestärke, eine Scheibe Ingwer, ein Streifen Zitronenschale, eine Knoblauchzehe, Salz, Cayennepfeffer, gemahlenen Kümmel, 200 Gramm frische Champignons oder Egerlinge, ein Esslöffel Butter, ein Teelöffel Zitronensaft, Pfeffer, Petersilie, eine Prise Zucker. Wenn ich jetzt die getrockneten Champignons gehabt hätte, hätte ich eben 300 ml Brühe aufgekocht und da waren jetzt die getrockneten Champignons für 20 Minuten hineingekommen zum Quellen. Also nicht mehr weiterkochen, sondern nur in die kochende Brühe eine und dann nichts mehr. Also quellen lassen. Jetzt habe ich aber dieses Gewürz. Hier kommt ein Esslöffel voll in die Brühe und das braucht dann bloß eine Minute ziehen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. In meinen Bratensatz gebe ich jetzt den Weißwein ein. Und den lasse ich fast verkochen da drinnen. Wenn ich jetzt die getrockneten Champignons gehabt hätte, wäre dieser Pilzsud da reingekommen. Nicht die Champignons, sondern das wird abgegossen, der Sud wird aufgefangen und der wird hier zum Aufgießen hergenommen. Ich habe aber jetzt eben meine Mischung oder ihr könnt auch nur eine Brühe reingießen, denn jetzt wird es Zeit, da das schon ganz schön eingekocht ist. Das gebe ich jetzt da dazu und gieße damit auf. Da haben jetzt noch verschiedene andere Sachen mit drinnen. Ich sehe jetzt eigentlich ein bisschen Rosmarin und so Sachen. Gut, das schaut jetzt nicht im Originalrezept oder in meinem Rezept. Wäre das jetzt nicht alles drinnen gewesen. Aber ich glaube, das ist geschmacklich auch nicht schlecht. Dann kommt noch die Sahne dazu. Und das lassen wir jetzt dazu mal 10 Minuten ein bisschen köcheln. Und in der Zwischenzeit mache ich auch meine Schwammerl. Als Schwammerl könnt ihr jetzt entweder Egerlinge oder Champignons hernehmen. Die machen wir da ein bisschen sauber, damit der Dreck da alles weg ist. Ich mache das immer mit so einem Zebertierhal. Und dann schneide ich die entweder in Scheiben, wenn es recht große sind, oder die viertelt jetzt vielleicht ein bisschen gerade. Man darf ruhig ein bisschen Struktur erkennen. Die Soße hat jetzt ein bisschen geköchelt.
jetzt ist es Zeit, dass wir ein wenig Geschmack noch reinbringen in die Soße. Dazu nehme ich die Zitrone und tue ein wenig Zitronenabrieb ein. Man könnte ja jetzt eine Scheibe, also ein Stück Zitronenschale rein tun, aber bis ich die wieder finde, da drinnen, das, und dann kommen auch noch die Schwammerl rein. Ich mag das immer ganz gern, wenn da ruhig ein bisschen ein Zitronengeschmack ein wenig stärker drinnen ist. Auch die Knoblauchzehe, die reibe ich da mit rein. Ebenso ein Stück Ingwer. Wie gesagt, man konnte das jetzt alles reinlegen und ein bisschen ziehen lassen, aber ich mag ruhig ein bisschen mehr Geschmack. Dann kommt ein bisschen Cayennepfeffer und ein gemahlener Kümmel dazu. Und das Ganze pfeffert man ein wenig. Ich habe das jetzt probiert. Das hat jetzt eine leichte Bitternote. Ich glaube, das ist vielleicht vor dem Gewürz. Denn normalerweise war das bei mir noch nie bitter. Mit den normalen Schwammerl, mit den getrockneten. Ich tue jetzt eine Prise Zucker dazu. Vielleicht nimmt es ein bisschen den herberen Geschmack. Mhm, ist schon ein wenig besser. Ein wenig salzen noch, schaut auch nicht. Und jetzt binde ich das ein bisschen. Das ist schon ein bisschen sämig, aber damit es auf die Spätzle besser pappen bleibt, tue ich jetzt da ein wenig Speisestärke dazu. Auf alle Fälle die Speisestärke mit kaltem Wasser anrühren, denn mit warmem Wasser klumpt es sonst und die bringt sie ja nie wieder hin. Und wie ich gesagt habe, einen Teelöffel oder einen Esslöffel voll. Man muss da ein bisschen drauf achten, das muss man jetzt 2 Minuten ein wenig köcheln lassen und dann sieht man schon, ob die Sämigkeit dann passt. Jetzt fallen uns ja noch die Schwammerl in der Schwammerlsauce. Ich habe jetzt alle Pilze geputzt und kleiner geschnitten und die röste ich jetzt in der Pfanne in etwas Butter an. Und zu den Pilzen gebe ich jetzt ein bisschen Petersilie dazu. Und ein bisschen Zitronensaft, der schadet auch nicht. So wie ein bisschen Salz, aber da nicht zu viel, denn auch in der Soße drin haben wir ja schon Salz, damit wir das nicht zu versalzen. Und ein wenig Pfeffer. Und das kommt jetzt in meine Soße rein. Und schon ist die Schwammerlsauce fertig. Und die könnt ihr auch für alle anderen Sachen hernehmen, also ein Champignon, Schnitzel oder sonst irgendwas, was der Schwammerlsauce braucht. Oder Nudeln mit Schwammerlsauce. Die Sauce, die wird jetzt auch über meine Reihen da drüber geschickt. Selbstbaukasten. Jetzt verteilen wir ein bisschen mit den Schwammerl. Und jetzt kommt da noch ein Gratin-Käse drüber. Da ist zum Beispiel Edamer und Tilsiter drinnen. Wisst ihr, was ihr halt gern wollt. Und schon ist fertig für den Ofen. Unser Spätzle, Reindl, wie man es auch immer nennen mag. Ich tue das jetzt bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Eine halbe Stunde. Sollte der Käse zu braun werden, tue ich da nur Alufolie drüber, damit es noch durchgehen kann alles. Also, zum Schluss sehen wir uns wieder. Bis dann. Und eben, ihr seht, das kann man sehr gut vorbereiten. Das, wenn es jetzt abdeckt, so ein bisschen mit der Folie, dann könnt ihr das schon in der Früh machen und auf Nacht in den Ofen schirmen, wenn die Gäste kommen und habt da keine Arbeit nicht mehr und habt schon frisch und ausgeruht. 30 Minuten bei 180 Grad war jetzt das Fleisch und die Spätzle da drinnen. Und es schaut sehr schön aus und ich habe es nicht abdecken müssen. Jetzt stechen wir das so aus und verteilen das auf die Teller. Das mache ich aber am Tisch dort. Das kriegt ihr nicht zum Sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Fertig, bis zum nächsten Mal.